Wir haben die Situation gehabt, dass genau als der Vorverkauf dieses Balls gestartet hat, die Elisabethkirche eingestürzt ist. Viele von Ihnen haben das mitbekommen, wo zum Glück niemand ums Leben gekommen ist. Ein Ort, der sich immer auch für Kultur in Kassel eingesetzt hat. Und der Vorstand hat beschlossen, dass zwischen dem Vorverkaufsstart und Heiligabend, Weihnachten, 5 Euro der jeweiligen Karten an diese Elisabethkirche gespendet werden sollen, damit ein Wiederaufbau, eine Rekonstruktion, eine neue Kirche dort entstehen kann, die auch weiterhin offen für die Bürgerinnen und Bürger in Kassel ist. Das war eure Idee und das Geld wird heute überreicht. Okay, also jetzt müssen wir improvisieren, aber Kirche geht mit der Zeit. Ich verrate Ihnen gleich meine PayPal-Adresse, dann können wir es direkt machen. Ich gehe nicht eher, bis das Geld da ist. Kriegst du aufs Ich hätte auch meine Karte dabei. Ein Lesegerät habe ich leider nicht, aber PayPal-Adresse geht, das machen wir nachher. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Es ist, und das möchte ich mal hier sagen, ein ganz besonderes Gefühl. Wir haben ja eine Umfrage gestartet vor 2 Wochen. Und Umfragen sind immer so träge, man hat immer so wenig Lust, Umfragen zu machen. Ne? Und wir haben da gerechnet, dass dann 100, vielleicht 200 Leute im besten Falle mitmachen. Stand heute Morgen, 620 verwertbare Datensätze sind gemacht worden. 620 Leute haben sich schon darüber unterhalten und haben ihre Meinung abgegeben, was passiert mit der Elisabethkirche, wie ist der Ort für mich gewesen. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, als Kulturträger, einen anderen Kulturträger, nicht nur mit viel Geld und zu unterstützen, das ist uns wirklich, wirklich, da sind wir sehr dankbar, sondern auch mit Ihrer Meinung. Gehen Sie auf www.zukunftelisabethkirche.de, die Umfrage dauert 5 Minuten und uns gibt es hier eine Wahrnehmung, was bedeutet die Elisabethkirche den Kasselanern, den Kasselänern und den Besuchern des Schlossballs hier, die von viel weiter kommen. Vielleicht gibt es da auch noch eine Warnung. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung und ich wünsche noch einen gelingenden und schönen Abend. Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement und toll, dass das Thema hier auch einen Raum findet, denn dieser Moment war tatsächlich für ganz Kassel ein großer Schrecken. Das Zentrum der Innenstadt, dort steht die Kirche und dort ist plötzlich das Dach eingestürzt, für alle unkalkulierbar. Von daher wunderbar, dass wir hier eine Plattform haben, das auch zu transportieren.